Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man einen schönen Hintergrund bekommt und sich alles ändert. Also, den Link packe ich in die Beschreibung. Also, jetzt zeige ich euch das mal, wie das aussehen wird. Es dauert ein wenig. Also da gibt es verschiedene Arten davon, aber ja, ich zeige euch jetzt einfach mal zwei. Das ist das hier gekommen. Also das fertig laden lassen. Gut. So. Das dauert jetzt ein wenig, bis sich das alles wieder aktualisiert sozusagen. Gut, dann führt ihr das aus. Gut, dann habt ihr das hier offen. Dann geht ihr auf Hyperthemen. Moment, das ist offen. Okay. Moment. Dann geht ihr auf Restore Windows 7, also Windows 7. So, dann müsst ihr jetzt einfach warten. So. Und es ist normal, dass ihr die Maus nicht bewegen könnt am Anfang. Okay, gut. So, jetzt Moment. Es geht auf Anpassen. Guckt ihr mal. Also wenn sich hier nichts verändert hat, dann müsst ihr das einfach nochmal machen. Auf Apple Hyper Site oder keine Ahnung, ich kann es jetzt nicht lesen wegen der Maus. Also erst müsst ihr auf Restore Windows 7 gehen, damit sich das nochmal aktualisiert, damit ihr das Dings habt. Ja, und dann einfach auf das Apple. Und dann, wie ihr seht, habt ihr alles geil, das könnt ihr schließen. Guckt. Das sieht dann auch übelst geil aus. Hier auf den Home, das sieht dann auch so aus, auf den Start-Button. Alles hat sich verändert. Gut, das war jetzt das erste. Und das zweite kommt anschließend gleich nach. So, der Download ist fertig. 91 und noch wie ihr es deinstallieren könnt. Ihr geht auf den Home-Button. Also bei mir seht ihr das nicht, das habe ich so abgetrennt, damit ihr meine Home-Leiste nicht seht. Aber es sieht auch übelst geil aus. Probiert es einfach aus, dann seht ihr es. Also deinstallieren, gibt einfach ein Programm und Funktion. Dann sucht ihr einfach das Hyperdesk, wenn das fertig ist. Und falls ihr das Hyperdesk nicht finden solltet, dann sucht ihr das Themen, was ihr drin habt. Also praktisch das sind Themen. Zum Beispiel das Subspace. Moment. Aber hier Hyperdesk, dann hier Subspace, das ist das. Einfach deinstallieren und dann ist es weg. Und den Hintergrund könnt ihr auch einfach auf anpassen und dann nimmt einfach euren Standard. Gut. Dann 94, okay. Ja. Müssen wir noch warten ein wenig. Und es folgen auch demnächst am iPhone 4S Tutorials oder wie ihr etwas umändern könnt bei der Siri und so lauter solche Sachen halt. Und demnächst werden auch wieder Videos kommen mit Minecraft LP Fun. Also den Marvin, den Link zu seinem Channel werde ich auch in die Videobeschreibung packen. Ja. Okay, ich drücke jetzt einfach mal Pause, damit du nicht so lange warten musst. So, das ist jetzt bald fertig. Es ist schon beim Viren überprüfen. Also es ist auch kein Virus, das ist auch Mist. So, dann könnt ihr die Liste einfach lernen und dann die zwei Sachen könnt ihr auch löschen. Das ist noch von dem Subspace-Ding. Subspace.
Dann habt ihr hier die Datei, die entpackt ihr dann einfach. Könnt ihr auch einfach rausziehen. Ja, dann öffnet ihr die. Also wird auch wieder so eine Installation. Doch klar. Jetzt akzeptieren. Next. Könnte irgendeinen Namen angeben. Ich heiße jetzt meinen Namen Matthias. Das geht ganz schnell. Nochmal. Kommt hier das wieder. Der andere. Solarflare. Das ist, glaube ich, so ein orangenes Hintergrundbild. Also dann öffnet einfach das. Dann geht er auf Restore Windows 7. Müsst ihr nicht machen, weil ihr es schon gemacht habt. Auf Apple Hyper-Site, keine Ahnung. Dann müsst ihr wieder warten. Ja. Moment. Und wie ihr seht, hat sich geändert. Es bleibt eigentlich so ziemlich gleich, nur ist es halt orange. Aber ich werde wieder das Blaue reingeben, wahrscheinlich, weil mir das besser gefällt. Und ja, ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Bitte kommentiert, bewertet mich, wie ihr das Video findet. Und danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ich habe euch geholfen. Tschüss.